Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich möchte heute gern über die aktuelle Situation in Georgien sprechen und auch über meine eigene Situation, weil ich glaube, das sind Zeiten, wo man durchaus sehr viel lernen kann. Und zwar anfangen möchte ich mit meiner eigenen Situation. Privat sieht es so aus, dass wir uns seit reichlich einer Woche in Selbstisolation befinden. Das heißt, wir haben freiwillig entschieden, dass wir uns quasi abschotten hier. Und das ist bei uns auch wirklich kein Problem. Wir haben eine schöne große Wohnung. Wir haben hinterm Gebäude einen großen Wald, wo wir raus können und natürlich trotzdem den Abstand zu anderen Personen einhalten können. Ja, es gibt hier die Möglichkeit, sich Essen oder quasi alles liefern zu lassen. Also wir sind hier wirklich sehr gut aufgestellt und es ist auch so, dass es hier in den Supermärkten das nichts leer ist oder so. Das ist so Nudeln und Klopapier gibt es hier en masse. Es gibt hier keine wirklichen Hamsterkäufe oder sowas. Von daher ist privat sieht wirklich alles gut aus. Im Business ist es ein kleines bisschen was anderes. Natürlich, seit heute Morgen ist es offiziell, dass Amazon Deutschland, was ein großer Einkommensstrom von mir ist, jetzt für einen Monat quasi nicht liefert. Und ich bin mir relativ sicher, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es in den USA auch passiert. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr, sehr viel weniger verdienen werde. Und mich wird es quasi, vielleicht wird es in Teilen sogar, oder das T-Shirt-Business könnte sogar auf Null sinken. Das ist durchaus jetzt denkbar. Und das heißt, mich betrifft es durchaus auch, wie viele andere Selbstständige und Unternehmer. Gleichzeitig habe ich natürlich das, muss ich Mitarbeiter bezahlen. Ich müsste sie nicht bezahlen, weil ich überwiegend mit Freelancern arbeite. Aber mir ist es wichtig, dass ich sie bezahlen kann, weil ich weiß, dass die Situation zum Beispiel auf den Philippinen, hier in Georgien oder Indonesien jetzt einen neuen Job finden, ist fast unmöglich. Und ich kriege auch viele Nachrichten, hello, Sir Aaron, das von Designern oder Assistenten, da werden quasi, die versuchen jetzt, Freunde noch zu vermitteln und so weiter, weil wohl die Situation gerade auf den Philippinen und in Indonesien nicht so gut aussieht. Da leben halt viele vom Tourismus und das ist halt komplett weggebrochen. Von daher möchte ich definitiv meine Mitarbeiter alle weiter beschäftigen und ich kann das auch. Also ich bin finanziell sehr gut aufgestellt. Ich glaube, das ist bei mir oder der ein oder andere weiß, dass ich war schon mal selbstständig und zwar vor knapp 10 Jahren. Ich bin gerade 18 geworden und habe mich selbstständig gemacht. Und dann ist ein Lieferant von mir pleite gegangen, dem ich eine Tonne, also ich hatte einen Ebay-Shop, ich hatte dem schon eine Tonne Geld überwiesen und dann ist der pleite gegangen und die ganzen Kunden wollten natürlich ihr Geld wieder haben. Ja, ich hatte es aber gar nicht mehr. Ich hatte weder Ware noch Geld und so bin ich innerhalb von wenigen Monaten pleite gewesen und dann war wirklich eine ganz bittere Zeit für mich. Hochverschuldet dann und gerade mit 18 war Bombenstart ins Leben. Aber ich habe daraus oder aus dieser Situation gelernt, dass Eigenkapital sehr wichtig ist und deswegen ist es heute so, dass ich genügend eigene Mittel habe, um meine Mitarbeiter auch für mehrere Monate zu finanzieren. Also ich komme gut ein halbes Jahr durch, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise bei mir kritisch wird. Also ohne, dass ich irgendwas kürzen muss oder sowas. So, also bei mir sieht alles gut aus und privat, sowohl auch im Business, merke ich das massiv. Also meine Einnahmen sind in vielen Bereichen jetzt schon 80-90% gesunken und es sieht so aus, dass viele Einnahmen sogar auf Null sinken. Aber das ist für mich alles kein Beinbruch. Das überstehe ich alles. Das ist eine Sache, die ich vielleicht, wenn ich so zurückdenke, das ist so vor 9-10 Jahren gewesen, das passt ganz gut mit der letzten Krise zusammen. Also ich habe damals quasi das nicht so aktiv auf die Krise bezogen, aber vielleicht hängt die Pleite des Lieferanten damit zusammen, ich weiß es nicht. Aber ich habe quasi aus der damaligen Krise gelernt, die ich erlebt habe und das ist alleine eine Möglichkeit. Für viele ist es sicherlich jetzt, die selbstständig sind, die Unternehmer sind oder auch privat, das ist die erste größere Krise, die man miterlebt. Und was ich sagen will, man kann daraus lernen und kann dann in Zukunft seine Schlüsse daraus ziehen, sage ich mal, so wie ich das bei mir gemacht habe. So, jetzt möchte ich aber noch zu Georgien kommen, weil das finde ich sehr, sehr spannend, was hier passiert ist. Ich bekomme das ja jetzt hautnah mit, was hier in Georgien passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, sehe gleichzeitig, was in Deutschland passiert, bin natürlich im Kontakt mit meinen Eltern und mit vielen Freunden, aber auch auf anderen Teilen der Welt habe ich gerade einen ganz guten Einblick, was so passiert. Durch meine Reisen im letzten Jahr habe ich einige Menschen kennengelernt und kann daher ganz gut das alles so ein bisschen oder zumindest versuchen einzuschätzen. Dabei muss ich natürlich sagen,
Ja, ich versuche das jetzt so nüchtern wie möglich von mir zu geben. Ich weiß, dass das eine schwierige Zeit ist und für viele Leute sehr emotional ist. Also wie hat Georgien reagiert? Georgien hat sehr, sehr zeitig reagiert. Ich war das letzte Mal in Deutschland Ende Januar und bin dann Anfang Februar nach Georgien gekommen. Und da hat mir direkt eine Mitarbeiterin hier gesagt, die arbeitet halbtags für uns, ist normalerweise Studentin hier, dass sie jetzt auch gern Vollzeit arbeiten würde, weil die Uni nicht mehr stattfindet. Und da dachte ich schon, okay, Anfang Februar, was ist denn jetzt los? Das ist aber hier ein bisschen übertrieben, die Reaktion. Es gab, glaube ich, keinen Fall in Georgien zum damaligen Zeitpunkt. Ich dachte, das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, was die hier machen. Aber Georgien hat dann nachgezogen. Eine andere Mitarbeiterin kommt aus dem Iran und ihre Eltern waren gerade hier zu Besuch. Die Eltern sind nicht mehr weggekommen, weil die Flüge nicht mehr möglich waren. Und das direkt relativ schnell im Februar hat man zu China, zu dem Iran und zu Italien die Flüge gecancelt. Gab es keine mehr und es ging auch relativ schnell los, dass alle Leute, die aus anderen Teilen gekommen sind, für 2 Wochen sich in Selbstquarantäne begeben mussten. Und das heißt, man hat hier wirklich sehr, sehr schnell reagiert. Es sieht aktuell so aus, dass es hier 54 bestätigte Fälle gibt. Die Zahl wächst rapide. Vor einer Woche waren es noch 33 Fälle. Das heißt, das ist steigt jetzt auch relativ schnell hier. Aber es gibt über 2000 Personen, die in Quarantäne sind, weil einfach alle, die zurückgekommen sind, viele Georgier, die quasi einfach zurückgeholt worden sind in den letzten Tagen und Wochen und auch sonst alle Leute, die irgendwie risikobehaftet waren, sind direkt hier in Quarantäne gesteckt worden. Mal 2 Beispiele. Ich könnte sogar viel, viel mehr Beispiele nennen hier, wie man hier mit der Situation umgeht. Also man hat Schulen und Universitäten relativ schnell geschlossen und es sieht auch jetzt so aus, dass das alles nicht wieder aufgemacht wird, aber das ganze Land ist sehr gut digitalisiert und deswegen hat man viele Classes, sind jetzt halt online, finden online statt, zumindest dort, wo das Ganze möglich ist. Aber zum Beispiel der Bruder meiner Assistentin ist aus Deutschland gekommen in den letzten Tagen, der muss 2 Wochen in Quarantäne. Oder wir haben hier viele Skigebiete, unter anderem in Gudauri, das ist relativ bekannt. Da war ich auch selber noch vor 2,5 Wochen, vor 3 Wochen jetzt, Skifahren, war damals auch noch einigermaßen gut besucht, aber war schon relativ, also ja, eher leer, muss man sagen. Aber es sind 3 Tschechen da gewesen, die sind halt zurück in die Tschechei geflogen und sind dort positiv getestet worden. Das ist dann hier bekannt geworden und daraufhin hat man das gesamte Hotel, wo die waren, unter Quarantäne gestellt und man hat alle Restaurants und Skiverleih und überall, wo die waren, in Gudauri dann direkt unter Quarantäne gestellt. Und das macht man quasi flächendeckend hier so. Es ist zum Beispiel bekannt geworden, ich glaube, die Meldung kam gestern, dass es also die meisten Fälle, die es hier gibt, sind Leute, die aus dem Ausland gekommen sind. Also Leute, die aus Italien zurückgekommen sind, aus Spanien, aus Deutschland oder so weiter, die sind in Quarantäne gesteckt worden und dort sind die Tests dann positiv ausgefallen. Das heißt, es ist hier nicht so in der Bevölkerung verbreitet, sag ich mal, wie das in anderen Ländern ist. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass Georgien eher ein etwas ärmeres Land ist und es gar nicht so eine hohe Reiseaktivität gibt, wie jetzt beispielsweise in Deutschland. Aber man hat relativ schnell am Flughafen, das war auch nicht freiwillig, dass man in Quarantäne gehen konnte oder so, sondern man musste wirklich für 2 Wochen in Quarantäne. Und bis jetzt war es quasi so, dass alle Fälle, die bekannt geworden sind, waren, wo man die Quelle wusste. Also die sind aus dem Ausland gekommen, das ist in Quarantäne erst passiert, der Ausbruch bzw. die Tests und so weiter. Aber jetzt ist es, glaube ich, gestern vorgekommen, dass in 2 Orten Tests durchgeführt worden sind oder es gab positive Fälle. Und die Regierung hat daraufhin beschlossen, diese gesamten Gemeinden unter Quarantäne zu stellen. Also hier wird wirklich nicht lang gefackelt, hier wird richtig radikal durchgegriffen, wenn es irgendwo Fälle gibt und man kann die Quelle nicht zweifelsfrei identifizieren, dann wird einfach alles unter Quarantäne gestellt. In diesen beiden Gemeinden sind jetzt, ich glaube, vom Militär Feldkrankenhäuser errichtet worden, damit trotzdem die medizinische Versorgung dort gewährleistet wird. Und wenn wir immer bei der medizinischen Versorgung sind, ich glaube nämlich, das ist eine Sache, wo man jetzt sehr viel draus lernen kann und was für mich eine auch sehr lehrreiche Erfahrung war, die ich gerade mache oder was ich so langsam anfange zu verstehen. Und zwar, ich bin selber jetzt hier oft beim Arzt gewesen. Ich musste hier jetzt jede Woche einmal ins Krankenhaus bzw. in verschiedene Krankenhäuser zum Check-up nach meiner Zahn-OP. Und da habe ich schon mit den Ärzten gesprochen, habe auch so ein bisschen gefragt in den letzten Wochen. Und es gibt hier richtige Stationen, die sind vorbereitet worden. Wenn es der große Ausbruch halt kommt, ist bereits vorbereitet worden. Sowohl in den staatlichen als auch in den privaten Krankenhäusern, die es hier gibt. Und
ich war jetzt beim Zahnarzt nochmal und musste da halt alles Mögliche ausfüllen. Und da musste ich jetzt unter anderem ausfüllen, wann ich das letzte Mal im Ausland war. Und da habe ich halt gesagt, dass ich in Deutschland war und wann das war. Und das musste ich dann bestätigen, nochmal unterschreiben. Und dann musste ich sogar meinen Pass noch zeigen, dass ich wirklich, dass mein letzter Aufenthalt in Deutschland 6 Wochen her ist oder jetzt sogar 7 Wochen her ist, weil man hier wirklich peinlichst pingelig genau ist, wenn es um Leute geht, die halt in irgendeiner Art und Weise das Virus ins Land bringen könnten. Und das Bittere, was mir aufgefallen ist, ist das, oder nicht das Bittere, ich glaube, eine der wichtigsten Sachen ist jetzt, dass genügend Tests zur Verfügung stehen. Und das ist ein Problem für Georgien, weil es gibt nicht genügend Tests. Und die Tests, die es gibt, muss man teuer bezahlen. Eine Mitarbeiterin von mir hatte Symptome und mit der hatte ich bis vor letzte Woche auch noch Kontakt und die hat halt Fieber bekommen und alles Mögliche und die hat sich testen lassen. Ist auch wieder eine gute Sache für mich persönlich hier, muss ich sagen, weil die Mutter dieser Mitarbeiterin ist Ärztin in diesem Infektionsbiologiezentrum, was weiß ich nicht was, die diese Tests durchführen. Also ich habe hier ein ganz gutes Netzwerk. Ich kenne hier inzwischen viele Leute und insbesondere den ein oder anderen Arzt. Und die Ärztin hat erzählt, dass die Tests relativ stark limitiert sind, weil man nicht nur die Tests, auch Medikamente und so weiter sind in ausreichender Menge vorhanden, aber gerade die Tests sind nicht genügend da, muss man sagen. Und zwar liegt das daran, dass man überwiegende Teile dieser Tests oder die meisten medizinisches Equipment kommt hier aus Deutschland, Russland oder Estland. Russland ist eher so der ungeliebte Nachbar, damit will man eigentlich nicht viel zu tun haben. Und wenn man die Sachen aus Deutschland oder Estland bekommen kann, dann bevorzugt man das. Und gerade medizinisches Equipment und Medikamente kommen aus Deutschland. Jetzt hat Deutschland allerdings eine Exportsperre verhängt für viele Medikamente, für viele Medikamente und auch für medizinisches Equipment, wie zum Beispiel Tests, Masken und Bibabo. Das ist halt, wird alles nicht mehr geliefert. Und deswegen hat Georgien schon vor einigen Wochen hier quasi, der Präsident hat irgendwelche Präsidialvollmachten oder sowas bekommen, dass quasi die Industrie in Teilen umgestellt werden muss, dass hier zum Beispiel Masken massenhaft produziert werden und so weiter. Das ist schon vor einer ganzen Weile passiert. Es gibt ja auch diese Declaration of National Emergency und so weiter. Das ist ja alles bereits eingeführt worden und es wird quasi die Produktion umgestellt, damit quasi genügend Masken verfügbar sind. Aber darauf, wo ich eigentlich gerade hinaus möchte, ist, dass Deutschland, oder eigentlich hat man sehr enge Beziehungen zu Deutschland hier. Ist eine sehr eng verbunden und ist, glaube ich, das Land nach den USA, was halt die meisten Hilfsgelder zahlt, was die meisten Aufbauprojekte und Bibabo leistet, ist Deutschland. Daher die gute Beziehung zu Deutschland. Und es ist aber so, dass Deutschland quasi alle Hilfsgüter und so weiter, nicht nur Hilfsgüter, auch den normalen Import oder den normalen Export von medizinischen Produkten verboten hat. Und das trifft Georgien an einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, ganz einfach, weil die Anzahl der Tests limitiert wird. Das ist aber, wenn ich da ein bisschen weiter denke, jetzt über Georgien hinaus, ist das eine Sache, die weitreichende Konsequenzen hat, wenn man so genauer drüber nachdenkt. Und zwar, wenn man über das gesamte Konstrukt der EU nachdenkt. Wie funktioniert die EU als solches oder diese Wirtschaftsform, die wir da haben? Zum Beispiel nehmen wir die Osterweiterung. Nehmen wir an, ein Land in Osteuropa schließt sich der EU an und wird dann das Problem haben, dass zum Beispiel verschiedene Produkte in Deutschland günstiger hergestellt werden können. Zum Beispiel sagen wir jetzt mal Masken oder Medikamente können in Deutschland günstiger hergestellt werden und nun ist es so, dass die heimische Industrie kann mit Deutschland nicht konkurrieren, es gibt keine Zölle mehr, also wird die heimische Industrie untergehen und die deutsche Industrie wird mehr Absatzmärkte bekommen letztendlich. Dafür, warum sollte ein Staat sowas machen, die heimische Industrie de facto aufgeben, Deutschland mehr Absatzmärkte geben? Ist ein bisschen überspitzt formuliert, trifft natürlich nicht nur Deutschland, sind auch andere Sachen. Und es geht auch nicht ausschließlich darum, aber wenn ich es jetzt mal auf die Wirtschaft runterbreche, ist es so, dass warum sollte irgendeine Regierung die heimische Industrie quasi vor die Hunde gehen lassen, um der deutschen Industrie neue Absatzmärkte zu bringen? Das wird gemacht aufgrund des Geldes. Das heißt, es gibt dann Ausgleichszahlungen, Transferzahlungen, die geleistet werden an diese Staaten, die quasi Probleme haben, weil sie ansonsten nicht konkurrenzfähig wären oder wie auch immer, was sie halt an Verlust haben, weil die eigene Industrie nicht mithalten kann. Das wird quasi ausgeglichen, überspitzt gesagt. Und ein schönes Beispiel ist, dass die EU dann überall so Kreisverkehre hinbaut, wo die EU-Flagge in der Mitte ist. Das ist immer so dieses schöne Beispiel. Aber das Problem ist eigentlich daran, dass wenn es mal zu einer Krisensituation kommt, oder anders gesagt, diese Länder sind in vielen Teilen nicht autark dahingehend, die können nicht selber teilweise lebensnotwendige Dinge produzieren, die sind halt dann auf den Import angewiesen. Hat grundsätzlich auch was Gutes, man würde
Jemand, der es am günstigsten, am effizientesten produzieren kann, der soll es produzieren und innerhalb der EU, Freihandel und so weiter, dann wird quasi letztendlich sollte die Produktivität, die Effektivität steigen, weil nur noch der produziert, der es am effizientesten macht. Wenn es dann aber zu einer Krisensituation kommt und dann dieses Land sagt, das betrifft nicht nur Deutschland, aber diese, wenn der Handel innerhalb der EU dann zum Erliegen kommt, dann sind natürlich die Länder am Arsch, die bis jetzt, oder das war ein bisschen, ja, nicht die feine englische Art, das auszudrücken, die Länder, die bis jetzt die Sachen importiert haben, die Geld bekommen haben, aber dafür halt die Produkte zum Beispiel aus Deutschland importiert haben, sind jetzt, haben ein Problem. Und das betrifft bei weitem nicht nur Georgien, ist jetzt gar kein Teil der EU, aber dafür funktioniert das letztendlich so ähnlich, dass man gute Partner hat, gute Handelspartner hat und die jetzt auf einmal nicht mehr mitmachen, die nicht mehr Handel treiben und demnach betrifft das solche Volkswirtschaften natürlich stark. Aber das betrifft, man sieht das, ich erinnere mich an einen Zeitungsartikel, dass Hilfsgüter aus Spanien, Masken und so weiter nicht, also die sollten durch Frankreich nach Deutschland transportiert werden und das funktioniert nicht, weil Frankreich die Grenzen dicht gemacht hat und diesen Export von medizinischen Geräten ebenfalls untersagt hat. Von daher haben wir die Situation, dass man sich fragen muss, für was brauchen wir, oder das ist vielleicht überspitzt formuliert, ich glaube, dass wir dass es ganz viele Probleme innerhalb der EU gibt und diese Krise, die nur zutage fördert, dass sich jetzt zeigt, dass man sich halt auf diese Sachen nicht verlassen kann, sondern dass jetzt quasi, ja, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder macht die Grenzen zu, sorgt dafür, dass das Equipment, was da ist, im eigenen Land bleibt, das wird nichts mehr vermittelt, es wird nichts mehr gehandelt oder sowas, und daher muss man sich doch fragen, wie das danach mit der EU weitergeht. Und ich bin da wirklich sehr, 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 sehr skeptisch, weil viele Leute wahrscheinlich, in vielen Ländern werden die Leute mitbekommen, dass wenn es drauf ankommt, gelten diese Verträge alle nichts mehr. Und auf einmal ist sich doch wieder jeder selbst der Nächste und man kümmert sich als erstes um die eigene Bevölkerung, bevor es um andere Bevölkerungen geht. Kann ich alles nachvollziehen? Es sind nur meine grundsätzlichen Überlegungen, was für Konsequenzen man daraus was für Konsequenzen daraus für Europa entsteht. Alles in allem, glaube ich, sind solche Krisenzeiten immer Zeiten, wo es Gewinner geben wird, wo Leute Helden werden und es wird Leute geben, die als Scharlatane und Quacksalber identifiziert werden oder wo Probleme sichtbar werden, die davor nur unter der Oberfläche so ein bisschen vor sich hergebrodelt haben. Und ich glaube, dass ich bin inzwischen sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt aktuell in Georgien bin, weil ich glaube, man hat hier wirklich rechtzeitig die Gefahr erkannt, hat kritische Maßnahmen ergriffen, die ich am Anfang absolut für übertrieben gehalten habe, mit Grenzen zu alles, jeder, der hier ankommt, 2 Wochen in Quarantäne, dass man hier die Abstandsregelungen und so weiter schnell eingeführt hat. Aber es gibt hier also eine große Solidarität innerhalb der Gemeinschaft oder innerhalb der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Das heißt, wie man sich zum Beispiel um ältere Leute kümmert, wie die Leute sich hier an diese Regeln halten, wie es zu keinen Hamsterkäufen kommt, wie man, ja, es gibt zum Beispiel ältere Leute, die jetzt gar nicht mehr rausgehen sollten, da kommen Leute von der Regierung bzw. Hilfsorganisationen zu denen nach Hause, damit sich wirklich um jeden gesorgt wird. Also es gibt hier einen ganz anderen Zusammenhalt in der Gesellschaft und auch in den Familien, habe ich so das Gefühl. Und von daher bin ich, wenn ich an Teile der deutschen Gesellschaft denke, dann bin ich aktuell wirklich sehr, sehr froh, dass ich in Georgien bin und bin auch sehr froh, dass hier so radikal reagiert worden ist. So. Das war ein langes Video, wo ich ein bisschen mehr gequatscht habe. Ich hoffe, ich konnte die Situation in Georgien einigermaßen erklären und auch, was ich ansonsten für Überlegungen habe. Ich hoffe, es geht allen gut. Wir überstehen auch diese Zeit und danach geht hoffentlich alles weiter und es wird neue Gewinner geben. Und ich hoffe, dass wir alle aus dieser Zeit sehr viel lernen dürfen und unsere Schlussfolgerungen ziehen können, um danach gestärkt weiterzumachen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.